Freunde und Freundinnen. Heute möchte ich euch mal die Pico V60 vorstellen, in der Digitalausführung mit Sound. Die Artikelnummer lautet 52828. Wie ihr seht, das ist die Epoche 3 Maschine, die ja vor ein paar mehr Tagen ausgeliefert wurde. Und da stelle ich euch dann jetzt als erstes mal die Funktionen vor. Wenn man bei Pico bei der V60 F0 drückt, hat diese sofort Rangierlicht. Hier ist es halt so, dass man, wenn man auf Strecke gehen will, also es ist kein Rangiergang drin, der wird extra, muss extra eingeschaltet werden, aber das Licht ist schon mal da. Und für Schlusslicht muss man mit einer anderen F-Taste, und das erkläre ich gleich, die Lampen ausschalten. So, mit dem Licht, das machen wir gleich mal separat, mit einer anderen Position. Und ich fange jetzt einfach mal mit F2 an. F1 ist der Motorsound, aber das machen wir dann gleich. So kann man wenigstens die einzelnen Sounds auch besser hören. F2 wäre dann zum Beispiel das Horn. F3 Makrofon. F4 ist die Führerstandsbeleuchtung. Ich glaube nicht, dass ihr die gut sehen könnt. Dafür ist es leicht zu hell hier. Aber wenn man genau hinguckt, ja, da kann man so ein bisschen was sehen. F5, Standheizung, Vorwärmgerät. Bei F6 haben wir die Fahrwerksbeleuchtung. Wesentlich schöner als bei der ESU zum Beispiel. ESU hat eine LED drunter. Pico Vorbildgerecht hat zwei Lampen. Die Seite. So, F7 ist der Rangiergang. Da, wie gesagt, wird er dann extra eingeschaltet. Bei F8 haben wir die Handbremse lösen bzw. anziehen. F9, Motorraumklappe auf und zu. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob man das braucht. F10, Führerstandstüre auf und zu. F11, Führerstandsfenster auf und zu. Auch so ein Sound, den man in meinen Augen nicht wirklich braucht. F13, Umklappen der Lampen. Das ist jetzt die Funktion, wo ich von Rangierlicht auf Streckenlicht gehen kann. Oder ich mache F0 aus und schalte so damit auch die zweite Spitzenbeleuchtung aus. F14, Druckluft ablassen. F15, abkuppeln, ankuppeln. F16 ist Schnellbremsung, geht natürlich nur während der Fahrt. Gehen wir weiter auf F17, die Glocke. F18, Batterie-Hauptschalter. F19 ist einer der ersten Funksprüche. Wenn man jetzt nochmal F19 drückt, kommt ein anderer Rangierspruch. Und Stellwerk KW bitte für die Nordberg-Lok. Und KW, ja. Jo, die Nordberg-Lok dann bitte einmal aus 23 an die Tankstelle. Die wohnt auf 23 an die Tankstelle, geht los. Wie gesagt, man hat
auf der F19-Taste zwei verschiedene Rangiergespräche. Jetzt kommen wir zur F20. Da ist auch ein Rangiergespräch drauf. Bei F20 ist es so, die Lenkangabe muss ich jedes Mal wieder neu aktivieren. So kommt eine neue Lenkangabe. Des Weiteren gibt es aber auch da noch ein weiteres Rangiergespräch. Dann haben wir F21, Kondensat ablassen. F22, Sanden. F23 Kurven quietschen ein und aus, natürlich auch nur während der Fahrt. F24 Schienenstöße ein und aus. F25 Zugbeleuchtung, Lok schiebt. Und F26 Zugbeleuchtung, Lok zieht. Das heißt also, dass da jeweils entweder nur das Schlusslicht an ist oder das Schlusslicht aus ist. Bei F27 haben wir dann noch die Lautstärkeregelung, wo ich also im Betrieb lauter, leiser einstellen kann. Und F28 ist der Soundfader für den Tunnelmodus. Das heißt also, ich fahre einen Tunnel ein und da brauche ich auch keinen Sound mehr. Aus. Ja. So, jetzt kommen wir mal zu den Lichtfunktionen. Wie gesagt, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Und es sieht folgendermaßen aus. Ich habe jetzt die Funktion F13 aktiviert und wie ihr seht, ist kein Licht an. Wenn ich jetzt F0 anmache, haben wir am Motorvorbau hell und hinten am kurzen Vorbau Schlusslicht. Nehme ich F13 jetzt aber raus, habe ich Rangierlicht. Nehme ich F0 raus, sieht man, am langen Vorbau ist das Licht aus, hinten ist es noch an. Wie gesagt, sehr gewöhnungsbedürftig, um es jetzt hinten wieder auszumachen. Falscher Knopf. F13 aktivieren und dann ist sie dunkel. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt sein muss, aber irgendjemand wird sich da was bei gedacht haben. Wir müssen uns halt als User nur dran gewöhnen. Ja, dann nehme ich jetzt mal eben das Handy weg dahinter und dann starten wir mal den Motor. Kommen wir jetzt zu dem Motorstart. So, falls ihr jetzt denkt, dass jedes Mal beim Starten das mit dem Schlüssel kommt, das ist nicht der Fall, weil wenn ich jetzt wieder starte, ist das nicht dabei, dieser Sound mit
Tür auf, aufschließen, hast nicht gesehen. So, das war jetzt der normale Streckengang. Ich schalte ihn nochmal um auf Rangiergang. Das ist volle Geschwindigkeit. Vollkommen ausreichend. Ja, und ich schwenke nochmal um und dann machen wir gleich mal einen Belastungstest. So, da kommt die Lok jetzt in voller Rangiergeschwindigkeit zum großen Berg gefahren. Eben waren wir ja am kleinen Berg. Und wir werden jetzt mal versuchen, einen fast 3 Meter langen Zug mit 24 Wagen auf den Berg zu ziehen. Das heißt, von 1,5 cm Schienenoberkante auf 5,5 cm Schienenoberkante. Und das hat damals zum Beispiel die allererste ESU nicht geschafft. Naja, da habe ich gestern ein bisschen gearbeitet, da scheint es wohl noch sehr dreckig zu sein. Aber wie wir gesehen haben, diese Lok schafft es ohne Probleme. Und das ist für so einen kleinen Hobel wirklich Respekt. Muss man mal sagen, Hut ab.
Ja, mein Resultat für diese Lok. Es gibt eigentlich nur positive Sachen, bis auf eine negative. Da komme ich gleich zu. Die Lok ist super detailliert. Sie ist in meinen Augen wesentlich schöner als das bislang auf dem Markt erschienene. Allein schon die Lüftungsgitter, dass das geätzte Gitter sind, das macht so viel in der Wirkung aus. Sie fährt sehr gut. Okay, ihr habt es wahrscheinlich gerade gehört, sie quietscht jetzt ein wenig. Ich denke mal, wir müssen mal jetzt ölen, nachdem die gestern ihre Einlaufrunden gemacht hat. Der Sound ist auch in Ordnung. Das mit dem Licht, wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig, kann man sich aber daran gewöhnen. Und jetzt kommen wir zum Negativen. Das ist der Kondensator. Der ist in meinen Augen ein wenig schwach. Weil es kommt doch schon mal vor, wenn jetzt durch das Arbeiten in eine dreckige Stelle, dass er sehr schnell in die Knie geht und die Lok stehen bleibt. Und das bin ich von anderen Loks mit Kondensator eigentlich nicht gewöhnt. Aber ansonsten, ich kann es nur jedem empfehlen, der Epoche 3 Fahrer ist. In den anderen Epochen wird die Lok genauso sein. Aber jetzt geht es ja hier um die Epoche 3 Lok. Wer Spaß dran hat, zum Rangieren ist sie super. Sie hat mehr Kraft, als sie haben müsste. Und das macht eigentlich richtig Spaß. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Einen Daumen hoch, würde ich mich sehr freuen. Wer noch nicht abonniert hat, auch über Abonnenten, freue ich mich immer wieder sehr. Und man sieht sich demnächst. Bis dann. Ciao.